Also ich war oder bin immer noch versucht, eine unmittelbare Antwort auf den gestrigen Beitrag von Uli Enderwitz zu geben, habe mich dann aber zurückgehalten und auch hoffe, dass ich mich weiterhin zurückhalten kann, während ich das hier vortrage. Ich glaube nämlich, das, was ich vorbereitet habe ursprünglich, das antwortet eigentlich doch auf ein Grundproblem, was ich mit diesem Beitrag gestern hatte. Und es geht um, wie angekündigt, um den Wert und die Ideale und inwiefern man heute noch über Moral reden kann. Seine Untersuchung der bürgerlichen Gesellschaft beginnt Marx bekanntlich mit der Ware, die er die Elementarform dieser Gesellschaft nennt. Im Verlauf der Untersuchung fällt dann eher beiläufig seine berühmte Bemerkung, dass diese Waren schlecht alleine auf die Märkte gehen könnten. Sie benötigten dazu Besitzer, die sie dorthin trügen. Nun sieht es so aus, als interessiere sich Marx dann für die Befindlichkeit dieser Warenbesitzer, ihre Handlungsweisen und Denkformen in seinen weiteren Untersuchungen herzlich wenig. Deren psychische Befindlichkeit gar ist ihm höchstens einige polemische Bemerkungen wert. Auf die moralische und ethische Regelung ihres Verhaltens untereinander, soweit diese über das juristisch geregelte Maß hinausgehen, geht er in seinem Hauptwerk, wenn ich mich recht erinnere, gar nicht ein. Doch daraus zu folgern, Marx hätte über diese Warenbesitzer dort nicht alles, oder sagen wir vorsichtiger, nicht eine Reihe von Implikationen gemacht, übersieht wieder einmal einen der entscheidenden Punkte, den Marx von Hegel übernommen hat. Denn die Ware selbst ist ja nichts anderes als ein Begriff, das heißt, bei ihr handelt es sich um nichts anderes als eine Denkbestimmung. Sie ist damit eine sowohl gesellschaftliche als auch individualpsychologische, von wem anderes als den Besitzern dieser Ware, also uns allen, konstituierte Kategorie. Im Gegensatz zum Wert ist zwar die Ware durchaus oft wenigstens so etwas in der Ware durchaus so etwas wie Naturstoff enthalten, aber in der Natur selbst gibt es Waren ebenso wenig wie den Wert. Wenn nun die Ware, wie von Marx behauptet, die Elementarform der bürgerlichen Gesellschaft ist, dann müssen sich aus dieser Kategorie alle weiteren Bestimmungen, also auch und gerade unsere moralischen und ästhetischen, entfalten lassen. So allgemein anerkannt dieses methodische, wenn man es so nennen will, Postulat auch ist, so wenig wurde und wird dies von den Marx-Interpreten beachtet. Oder wenn, wie etwa in der Warenästhetik bei Wolfgang Hauck, dann auf der Basis eines vollkommenen Unverständnisses für den Wert- und Arbeitsbegriff von Marx. Natürlich ist Adorno eine Ausnahme, auf die ich hier auch nicht eingehe, der ja bekanntlich den Hauptteil seines Werkes über Ästhetik verfasst hat. Wer das Wort Ware vernimmt, kommt eigentlich gar nicht darum herum, sofort und allein an Ökonomie zu denken. Eventuell bestenfalls noch an die politische Ökonomie. Aber nicht an Philosophie, nicht an Denkformen. Oder gar an individuelle Gefühle wie Hass, Freude, Reue. Und erst recht nicht an Moral. Die hat man als klassenbewusster Marxist eh für sich gepachtet, im Unterschied zu den sogenannten Herrschenden, die anstelle der Moral das Geld für sich gepachtet haben. Es kann deshalb kaum überraschen, wenn alle Welt glaubt, und da vor allem die Marxisten, man müsse die marxische Kritik der politischen Ökonomie, will man sie vervollständigen, beispielsweise durch eine Anthropologie ergänzen. So macht man sich auf den Weg, dann auch noch eine von der politischen Ökonomie angeblich nicht mitgelieferte Ethik einzuplanen und so weiter. Und man erhält genau den Wissenschaftsbetrieb und den Warenkorb von Theorien, die heute im Schwange sind. Die Theorieentwicklung in der Nachfolge von Marx hat systematisch ausgeblendet, dass, wenn man in der bestehenden Gesellschaft über den Menschen redet, man immer über Warenbesitzer redet und über jemand anderen gar nicht reden kann. Ob man sich dessen bewusst ist oder nicht, spielt wie so oft keine Rolle.
Ihren Gipfel erlangte, philosophisch gesehen, diese Abstraktion von den gesellschaftlichen Verhältnissen des kapitalistisch konstituierten Individuums im Existenzialismus. Und zwar, so muss man, glaube ich, immer sofort mitdifferenzieren, wenn man über diesen Existenzialismus redet, in dem von Heidegger einerseits und dem von Sartre andererseits. Bevor ich auf die von diesen Philosophen dargestellte existenzielle Befindlichkeit der ihnen vor Augen stehenden wahren Besitzer eingehe, und dieses Eingehen darauf halte ich deswegen für lohnend, weil von hier ausgehend das Ausmaß der Bedeutung, die der Wert in dieser Gesellschaft spielt, gut beleuchtet werden kann, muss ich jedoch auf den politökonomischen Hintergrund auch noch einmal eingehen. Also auch wenn das, was ich jetzt dazu sage, auf diesem Kongress schon mehrfach an- und ausgesprochen worden sein mag. Denn ich will unter allen Umständen vermeiden, was schnell passiert, wenn man sich dem Sog der existenzialistischen Fragestellung aussetzt. Und das gilt auch heute noch. Also Foucault ist einer dieser moderneren Leute, die einen solchen Sog auf die Intellektuellen ausüben. Man übersieht und vergisst sehr schnell, dass nun einmal nicht das Subjekt und dessen Situation, sondern die in der Ware verdinglichte Beziehung zwischen diesen Subjekten den Nexus unserer Gesellschaft bildet. Für Marx war die philosophische und staatstheoretische Einbettung seiner wahren Analyse derart selbstverständlich, dass er glaubte, im Interesse von Stringenz, Klarheit und Einfachheit der Darstellung im Kapital auch noch auf die in den Grundrissen schon äußerst knapp bemessenen Bemerkungen dazu verzichten zu können. Denn anders als in den Idealen Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit gegebenen gesellschaftlichen Bedingungen ist die Universalisierung der Warenform zur die Gesellschaft synthetisierenden Form unvorstellbar. Diese Ideale sind mindestens ebenso in der Warenanalyse vorausgesetzt wie nur noch der bekannte, von Engels dann aber schon vollkommen missverstandene Umstand, dass diese Warenanalyse nur für entwickelte kapitalistische Gesellschaften allgemeine Geltung beanspruchen kann. Auch auf die Gefahr hin, hier allzu schematisch zu verfahren, seien die Implikationen dieser äußerst wichtigen Bestimmungen, in denen sich die Französische Revolution symbolisiert, kurz skizziert. Gekennzeichnet sein muss der Markt, auf dem die Waren ihre Besitzer wechseln, durch eine umfassende Konkurrenz der Warenbesitzer untereinander. Nur so ist garantiert, dass sich die Profitrate ausgleicht, dass Äquivalententausch stattfindet, dass Krisen eine stockende Reproduktion bereinigen, dass überhaupt sich Werte in Preise übersetzen und so weiter und so fort. Dafür, dass diese Konkurrenten nicht aufeinander losgehen und gewalttätig übereinander herfallen, soll das Ideal der Brüderlichkeit ideell sorgen und das Gewaltmonopol des Staates matt werden. In seiner Funktion als Wahrer des Rechtsfriedens sorgt dieser Staat dann auch für die Verwirklichung der zweiten Bestimmung der grundlegenden Ideale der bürgerlichen Gesellschaft, die der Gleichheit. Kein Markt würde funktionieren, auf dem die Warenbesitzer nicht in gleicher Weise über das von ihnen zum Verkauf angebotene Produkt verfügen dürfen. Von Natur aus stellt sich diese Gleichheit aber ebenso wenig her wie eine geregelte und friedlich-schiedlich verlaufende Konkurrenz. Es ist hier natürlich auch der Staat des Kapitals, der mit seinen Gesetzesvorgaben für alle Warenbesitzer gleichen Grund- und Ausgangsbedingungen zu schaffen hat. Wenn wir uns nun der ersten und wohl wichtigsten Bestimmung zu der Freiheit. Auch hier befinden wir uns nicht nur auf dem Markt. Die Bedeutung der Freiheit für diesen ist klar. Wenn ich jemanden zwingen kann, mir seinen Besitz zu überlassen, zahle ich ihm selbstredend nicht auch noch was. Ein Markt ohne diese über das Geld geregelte Freiwilligkeit bei Kauf und Verkauf kann es deshalb gar nicht erst geben. Mit dieser Freiheit, die natürlich auch wieder von einer Macht garantiert werden muss, bin ich nicht nur, wie bei den anderen Bestimmungen auch, wieder beim Staat angelangt, sondern im existenziellen Kern dieser wahren besitzenden Menschen. Über diesen Freiheitsbegriff ist ja nun wahrhaftig schon sehr viel gesagt worden. Und nicht erst in der Neuzeit. Umso erstaunlicher eigentlich, dass es bis Mitte der 20er Jahre des letzten Jahrhunderts dauerte, bis,
in Deutschland natürlich, und das ist historisch dann wieder doch nicht so weiter erstaunlich, bis also einige Intellektuelle von einem wahren Schock ergriffen wurden, als sich der Bedeutung dieses doch so altehrwürdigen Begriffes wieder neu vergewisserten. Etwas davon können auch wir unter ganz anderen Umständen auch heute noch nachvollziehen, wenn wir uns denn diesen Begriff einmal überlassen. Zugegeben eine etwas mystische Ausdrucksweise, aber sei es drum. Freiheit existiert, sobald ich sie nur denke. Sie existiert somit aus sich selbst heraus. Das heißt nun wirklich im wahrsten Sinne des Wortes absolut. Wer vom Baume der Erkenntnis gegessen hat, und das haben wir laut Sündenfall alle, der muss, wenn er sich darauf einlässt, schnell begreifen, dass er zur Freiheit verurteilt ist und es aus dieser daraus erwachsenen Schuld keinen anderen Ausweg gibt als den, sich ständig vormachen zu müssen, man wäre zu dem oder dem Verhalten gezwungen worden. Sei es durch einen anderen Menschen, die Natur, die gesellschaftlichen Umstände oder sonst was. Ich rede, zugegeben, wenn ich über die Existenzialisten rede, nicht nur in gewisser Weise mystisch, sondern erst recht auch im Jargon dieser Leute. Es geht auch gar nicht anders, wenn man sich erstmal auf deren Prämisse als Gegenstand seines eigenen Denkens wirklich einmal eingelassen hat. Freiheit ist tatsächlich nicht teilbar, in keiner Hinsicht, weder nach außen noch nach innen. Die Freiheit kann mit oder von anderen Menschen nicht geteilt werden und auch nicht mit oder irgendwelchen sie reduzierenden Gesetzen. Meinen Mitmenschen kann ich tatsächlich jederzeit um die Ecke bringen. Kein Gesetz dieser Welt kann mich daran hindern. Die Rationalisierung, die in dem Einwand besteht, aber wenn ich eingeknastet werde, dann bin ich zu diesem Mord doch nicht mehr frei, weise ich an dieser Stelle noch, wie jeder Existenzialist, zunächst zurück. Darum geht es irgendwo im Kern. Aber wie und wo, das ist tatsächlich eine spannende Frage, und deren Beantwortung es im Grundsätzlichen, wie ich eingangs genannt habe, gehen muss. Jedenfalls, und das gilt uneingeschränkt, glaube ich, ich kann an Gott glauben, es aber auch einfach bleiben lassen. Nichts in dieser Welt, und das ist so etwas wie eine erste logische Folge aus dieser Erkenntnis, existiert für sich selbst. Umgekehrt, alles ist allein für mich und von mir als existierend gesetzt. Bei diesen Feststellungen handelt es sich nicht um überdrehte Hypertrophierungen, sondern um Urteile, die einfach nicht zu widerlegen sind. Und auf Solipsismus kann Existenzialisten, welcher Ausrichtung auch immer, keineswegs vorgeworfen werden. Umstandslos erkennen sie eine außer ihnen existierende Wirklichkeit ebenso an, wie die von ihnen vollkommen unabhängige Existenz der anderen Menschen. Im Gegenteil, sie sind Voraussetzung der eigenen Existenz. Das an sich, bei Heidegger heißt das, das Seiende, existiert in den vielfältigsten Formen. Doch das berühmt-berüchtigte heideggerische Sein, das kann es nur für mich geben. Die Faszination, ich erinnere daran, etymologisch geht der Begriff Faschismus auf Fasciro zurück. Die Faszination also, die von dem heideggerischen Freiheitsbegriff ausgeht, und die ist gerade auch noch heute, kann man gar nicht unterschätzen. Und die davon ausgehende Gefahr damit ebenso wenig. Schon Marx hatte bekanntlich seine Probleme mit einem gewissen Max Stirner oder Michael Bakunin, beides Vertreter eines Begriffes von Freiheit, der mit der Unabweisbarkeit ins Reine kommen wollte, dass allein ich als Gesetzgeber des moralisch allgemein Gebotenen erscheine und demzufolge auch als solcher gefälligst bei den anderen Anerkennung zu finden habe. Wer beim Subjekt beginnend sein Denken reflektiert, kann gar nicht anders, als, wie im Grunde schon Kant, dem Umstand Rechnung zu tragen, dass es außerhalb seiner Welt ein an sich, aus dem heraus er sich vorgeben lassen könnte, wie er zu denken und zu handeln habe, objektiv nicht gibt und somit auch eine Moral vernünftig nicht begründet werden kann, von der behauptet werden kann, sie sei von einer außerhalb der eigenen Existenz liegenden Instanz in die Welt gesetzt. Wie schon vermerkt, dies ist alles selbstredend keine auf bürgerliche Gesellschaften beschränkte Angelegenheit, ist keine Angelegenheit allein von Warenbesitzern, sondern es handelt sich um eine tatsächlich allgemein menschliche.
Die Geschichte ist im Grunde nichts anderes als die Geschichte der menschlichen Bestrebungen, mit dieser, dem Menschen im Unterschied zum Tier mitgegebenen Freiheit, fertig zu werden. Deswegen, so könnte man eine alles andere als von vornherein absurde These formulieren, deswegen also, weil er die ihm gegebene Freiheit emotional nicht erträgt, hat er sich den Göttern und Kaisern unterworfen, deswegen gab er sich Regeln, die er auf Vernunft zu gründen vorgab, die in Wirklichkeit aber nur die von einem einzelnen oder einigen wenigen Individuen gesetzte Moral zu einer allgemeinen Ethik kollektivierte. Zu einer Ethik, die ein Nietzsche nicht müde wird, als Ausdruck von Knechtschaft, insbesondere von Mitleidsgedusel der Christen, die davon befördert wird. Dass diese Regeln, die wissenschaftlichen Gesetze bilden hier keine Ausnahme, die Funktion haben, die aus der absoluten Freiheit drohende Bestimmungs- und Haltlosigkeit zu relativieren, die Funktion, die darin angelegte Urangst zu reduzieren, ist nicht zu widerlegen. Und der in diesem Zusammenhang auch immer wieder zu nennende Nietzsche kocht auf diesem Umstand die gesamte Suppe seines Übermenschentums. Anders gesagt, nun muss ich immer wieder über den logisch und sachlich gebotenen Anfang der Gesellschaftsanalyse auseinandersetzen. Und hier stehen sich, spätestens seit Kant, zwei mögliche Anfänge, neben den anderen, vor allem dem historischen natürlich, die hier aber nicht zur Debatte stehen, strikt gegenüber. Die Aufklärung auf der einen Seite beginnt mit der allgemeinen Vernunft, das heißt im Marxismus mit der Wahrheit. Der Existenzialismus auf der anderen, so wie er von mir hier verstanden wird, mit der subjektiven Existenz. So allgemein menschlich der Grundgedanke des Existenzialismus, die Freiheit also auch ist, offensichtlich ist auch, in einer anderen Welt, auf einer bürgerlichen, hätte man vielleicht für sich privat existenzialistisch denken können, aber eine philosophische Schule oder gar eine politische Bewegung kann in einer Gesellschaft, die ihre Synthesis nicht im Warentausch findet, nicht entstehen. Denn in allen uns bisher bekannten, nicht universell warentauschenden bzw. warenproduzierenden Gesellschaften ist das Problem, wie individuelle Existenz sich in die allgemeine gesellschaftliche übersetzt, immer schon vorweg, praktisch, in einer immer gleichen, aber vollkommen anderen als der bürgerlichen Weise gelöst. Um die Anerkennung von Gott oder Kaiser kommt in vorbürgerlichen Gesellschaften kein Mensch herum. Das nicht nur, weil dieser Gott und dieser Kaiser sein Überleben sichern und es ihm entziehen, wenn er ihnen untreu wird. Da kann er je nach historischer Situation manchmal und je nach gesellschaftlichem Status dann auch in wichtigeren Dingen auch ein bisschen wehren. Vielmehr kann er die Notwendigkeit dieser auf einen Gott oder Kaiser zugeschnittenen gesellschaftlichen Verfasstheit gar nicht erst in Frage stellen. Denn diese Struktur allein ermöglicht ihm als Subjekt, das heißt wörtlich, etymologisch gesehen, und daran sollte man immer wieder mal erinnern, dass der Unterworfene, dieser Kaiser und dieser Gott ermöglichen ihm von dieser Struktur her das Dasein. Aus sich allein heraus leben, wie ein Existenzialist heute, kann er, bevor es kapitalistische Gesellschaften mit den ihnen eigenen Marktbedingungen gab, also höchstens als Emerit vereinsamt in den Wäldern. Meist aber wird er, wie zum Beispiel Lévi-Strauss für Stammesgesellschaften feststellte, wohl als geisteskrank betrachtet oder in anderer Weise ausgegrenzt. In diesen vorbürgerlichen Gesellschaften definierte das Individuum sich durch seine Eingebundenheit in die bestehende gemeinschaftliche Hierarchie. Sie legte die Rollen, den Status, die Möglichkeiten, kurz die Werte fest, die das Individuum als seinen Lebensausdruck sich aneignen konnte. Die existenzielle Urangst jedoch, das heißt also die Angst vor der Freiheit von allen, aber auch wirklich allen Bindungen und Identifikationen, will ich hier gleich ergänzen, wurde in und dank dieser hierarchischen Bedingungen und Bindungen rationalisiert. Was von heutigem psychoanalytischen Wissensstand aus gesehen auch heißt, in äußere Ventile zur Aggressionsabfuhr, salopp gesagt, kanalisiert. Das will ich hier alles nicht weiter ausführen. Das ist ja auch eine altbekannte, unter anderem von Freud ausgiebig behandelte Geschichte. Doch aus dieser historischen Perspektive wird der Umstand nachvollziehbar,
warum gerade auch nach dem Zweiten Weltkrieg der Existenzialismus auch in seiner Form einer Politik, die sich als Lebensform begreift, die Autonomen als Stichwort, eine geradezu modische Massenbewegung werden konnte, die andere, den Kapitalismus doch gemeinhin eigentlich kennzeichnende Massenbewegung, die der Arbeiterklasse, wenn nicht ersetzte, so doch in vielen Beziehungen und Zielsetzungen überlagern konnte. Mit der Entstehung des Kapitals ergibt sich dann für die darin einbegriffenen Individuen eine folgenreiche, für diesen Kapitalismus ja charakteristische Spaltung. Aus gesellschaftlicher Perspektive, aus der Perspektive der Warenproduktion also, ergibt sich eine zwar empirisch nicht eindeutige, aber analytisch doch sehr klar nachvollziehbare Aufteilung der Gesellschaft in verschiedene Klassen. Es macht bekanntlich einen gewaltigen Unterschied bezüglich der Lebensqualität, ob jemand seine Arbeitskraft verkaufen muss oder ob er die eines anderen zu kaufen vermag. Aber allein schon die Tatsache, dass diese analytischen Unterscheidungen auf und entlang der Vorgänge auf den Märkten erfolgen, ergibt sich, dass das Bewusstsein dieser Individuen von den Beziehungen auf diesen Märkten und weniger von ihrer Stellung im Prozess der Produktion bestimmt werden dürfte. Die logische Folge, die dem tatsächlich historischen Geschehen dann ja auch voll entspricht, ist, politische Auseinandersetzungen erfolgen in Marktkategorien. Es geht um mehr oder weniger Lohn, mehr oder weniger Einfluss auf die Bedingungen der Produktion, auf die Politik und so weiter. Und nicht in den Kategorien der Produktion. Das hieß im Wesentlichen, wer ist Mehrwertproduzent und wer nicht. Wobei grundsätzlich in Frage steht, wie das überhaupt empirisch zu messen wäre. Darauf will ich alles auch nicht eingehen, verweisen auf unsere Kritiken und der Krisisgruppe zum Beispiel. Aus diesem Auseinanderfall der empirischen und analytischen Ebene, Zirkulation und Produktion, Preis und Wert, wären andere Ausdrücke für eben diesen des Kapital charakterisierenden Dualismus, ergibt sich, dass in bürgerlich-kapitalistischen Gesellschaften, anders als bei ihren Vorläufern, die Stellung der Individuen in dem Prozess der gesellschaftlichen Reproduktion nicht mehr auch und zugleich mit einem für diese Stellung auch charakteristischen Bewusstsein unmittelbar zusammenfällt. Die das Bewusstsein der Arbeiter repräsentierenden Werte, ihre Moral, um das mal so auszudrücken, konstituiert sich an demselben Ort wie das Bewusstsein eines jeden anderen Bürgers auch auf dem Markt. Schließlich ist dieser Arbeiter ja schon auch analytisch nicht durch den Ort definiert, an dem er seine Arbeit verausgabt, etwa in der Fabrik, wie die Klassentheoretiker, Autonomen oder wie man sie heute immer nennen mag, annehmen, sondern durch die für die Marktbeziehungen zentrale Kategorie, die Ware, dessen Form seine Arbeit angenommen hat und die er auf dem Arbeitsmarkt den Kapitalisten, besser den Käufern, anbietet. Kurz, die Klasse ist, wie Adorno sagen würde, zu einer rein analytischen Kategorie geworden. Und daraus, ich komme zum Existenzialismus zurück, erklärt sich meines Erachtens nahezu zwangläufig die Faszination, die der Faschismus in bürgerlichen Gesellschaften eben nicht nur auf irgendwelche ins Proletariat abzurutschen drohenden Kleinbürger ausübt, sondern auf jeden Bürger, der sich in den Bedingungen seiner Existenz erschüttert sieht. Hier müsste man dann wieder auf die Bedeutung der Krise für das politische Bewusstsein hinweisen, aber das wurde ja auch schon öfter getan hier. Die Bindung jedenfalls, und das ist nun wirklich ein allseits bekannter und immer wiederholter alter Hut, weswegen er wirklich auch nicht falsch sein muss, diese Bindungen an Religion, Klasse, Familie etc. zerfallen mit der für die bürgerliche Gesellschaft konstitutiven Form individueller Freiheit auf den Märkten. Wenn das Marktsubjekt sich einer Religion anschließen, mit irgendeinem Allgemeinen weiter identifizieren will, dann mag es das immerhin tun. Nicht jeder ist selbstbewusst genug, mit der Angst fertig zu werden, die einen überfällt, wenn man erkennt, dass man in Wirklichkeit ganz allein, das heißt bindungslos und somit absolut frei auf dieser Welt herumläuft. Die Tröstungen der Kirche hin, die Frage, wer denn nun den Zusammenhalt des Ganzen garantiert her, vom Prinzip her braucht ein Bürger diese psychische Identifikation mit einem die gesellschaftliche Stellung repräsentierenden Allgemeinen eigentlich nicht, um seine Rolle im gesellschaftlichen Ganzen dennoch vollständig so auszufüllen, wie das für sein Überleben erforderlich ist. Der Markterfolg
Das also, was Praxis gemeinhin heißt und was erfolgreiche Praxis anderes heutzutage überhaupt heißen könnte, als ein derartiger Erfolg auf irgendeinem Markt, das wäre wirklich noch die Frage, kann solche innerpsychische, Identitätsbemühungen durchaus ersetzen. Zudem bietet dieser Markt dann auch einfachere, oder besser gesagt, er bietet den Individuen genau die Verallgemeinerungen an, die die Einordnung des Verängstigten von Konkurrenzneid und Zusammenbruch seiner finanziellen, psychischen und physischen Verfassung permanent bedrohten Bürgers besorgen. Rasse, Volk und Vaterland. Die universale Allgemeinheit der Marktbeziehungen, ich erinnere an Freiheit, Gleichheit, Bentham, löst die individuelle Konkretheit angstbesetzter, tatsächlicher Unfreiheit, Ungleichheit, Vereinzelung auf diese Weise auf in Leere abstrakter. Für das Konkrete genommen werden können, das gegen den Feind gewendet werden. Auch das ist ein alter Hut, das ist wenigstens sein. Der Kant-Kritiker Schopenhauer war wohl der erste Existenzialist in dem hier entwickelten Sinne, das heißt derjenige, der das, was Kant noch als das Unerkennbare an sich bestimmte, umstandslos mit der eigenen Existenz in eins setzte. Und er war es denn auch, der allen anderen Existenzialisten, besser eigentlich Subjektphilosophen, aber das ist aus verschiedenen anderen Gründen ebenfalls ein höchst missverständlicher Begriff. Schopenhauer jedenfalls gibt den Problemhorizont all derer vor, die mit den zivilisatorischen Errungenschaften der Aufklärung so ihre Probleme hatten und heute noch haben. Das Problem also, wie für sie, die ja den Markt und die praktische Vernunft als vermittelnde Instanz nicht akzeptieren, sich die individuelle Existenz denn nun in eine allgemeine zu übersetzen vermag. In der Antwort auf diese Frage dann unterscheidet sich jeder Existenzialist von jedem anderen. Als nächster nach Schopenhauer bekam bekanntlich Fichte. Er löste das Problem, indem er das Ich umstandslos in der Nation kollektivierte. Ich will keine Philosophiegeschichte betreiben, verweise auf das Buch von Gerhard Schalt, Meister der Krise. Es geht auf diesem Kongress um die Konzentration auf den Begriff des Wertes und dessen Rolle in der bürgerlichen Gesellschaft. Und darauf will ich mich jetzt nun konzentrieren. Die Antwort aller Existenzialisten auf das Problem des Wertes ist, so würde ich das überblicken, im Gegensatz zu vielem anderen, was die so geschrieben haben, ziemlich eindeutig. Ökonomische Werte, vor allem das Geld also, interessieren sie nicht. So etwas hat man. Wenn nicht, dann besorgt man sich. Hat man dennoch immer noch keins, dann, und das ist ein Vorgriff auf das noch Sartre zu sagende, dann will man halt auch keines haben. So einfach ist das und damit eigentlich basta. Nietzsche hat auch in dieser Hinsicht mal wieder, der Ehrlichste. Er weiß einfach, wofür die Arbeiter arbeiten und fordert ihre bessere Bezahlung, damit sie bloß nicht auf den Gedanken kommen, ebenfalls wie er, von Pensionen und Renten leben zu wollen. Dieser Nietzsche weiß übrigens sehr gut über den gesamten Prozess der politischen Ökonomie Bescheid. Nur, sie ist für ihn nicht mehr, aber auch nicht weniger, als die notwendige Basis für sein Züchtungsprogramm des neuen Übermenschen. Eine Basis, über die ein Philosoph wie er nicht viele Worte zu verlieren braucht. Ähnlichkeiten mit heutigen Ideologen aus Wissenschaft, Politik und Philosophie sind alles andere als zufällig. Jedenfalls, wenn bei Existenzialisten von Werten die Rede ist und an zentraler Stelle in systematischer Hinsicht ist dies erst bei Sartre bezeichnenderweise der Fall. Wenn also von Werten die Rede ist, dann geht es immer um moralische. Und zwar, und das ist sehr wichtig, nahezu ausschließlich in kritischer Absicht. Die Kritik der christlichen und humanistischen Werte. Das hat einen klaren, logisch nachvollziehbaren Grund. Wie gesagt, die schon bei Schopenhauer anzutreffende Lösung des philosophischen Problems, wie die individuelle Existenz, der Versuch einer Lösung des Problems, wie die individuelle Existenz denn in das Allgemeine einzuordnen wäre, lautet schlicht und einfach ohne Vermittlung. Beim Warentausch hingegen, und das haben wir ja auch ausgiebig hier verhandelt, sorgt das Geld, genauer der Wert dafür, dass sich die einzelnen Waren mit den anderen vermitteln,
dafür, dass die Profitraten sich ausgleichen und so weiter. Der Wert ist Vermittlung, wenn auch verkehrte, aber auch das gehört nicht hier an diesen Ort. Er leistet in der bürgerlichen Gesellschaft das, was vor dem Gottesgeschäft war. Er stiftet die Einheit des Ganzen. Eine derartige Vermittlung hält der Existenzialist dagegen für vollkommen unnötig. Er kennt nur sich selbst auf der einen und die ihn mal mehr oder weniger bedrängte Umwelt auf der anderen Seite. Ständig ist beides, der Wille, die Macht im Allgemeinen und deren Ausdruck, das Ereignis, das Seiende etc. im Besonderen präsent. Bei Schopenhauer ist es zum Beispiel der individuelle Wille, der die Welt als meinen Willen und meine Vorstellung konstituiert. Dieser individuelle Wille ist zugleich auch der allgemeine Weltwille, der wie der naturwissenschaftliche Energiebegriff alle Lebensbezeugungen kosmologisch durchzieht. Vermittelt muss werden, muss hier rein gar nicht. Das ist das ganze Geheimnis, das in Wirklichkeit natürlich gar keines ist, der heideggerschen, übrigens auch der heideggerschen ontologischen Differenz, also der berühmten Differenz von Seiendem und Sein. Und das ist alles, was man begriffen haben muss, um in die Gemeinschaft, in das Geheimnis des Seins eingeweiht und aufgenommen zu werden. Die Instanz, die in vorbildlichen Gesellschaften für die geistige Vermittlung der Individuen zu einer Gesellschaft verantwortlich war, und die Rolle dieser Instanz spielte die Moral, die Ethik, die Tugendlehre damals tatsächlich. Diese Instanzen führen in der bürgerlichen Gesellschaft ja ein eigenartiges Schattendasein. Und weil das so ist, deshalb können ein Nietzsche und ein Heidegger überhaupt nur so viel Anklang finden, eine derartige Faszination auf die Bürger ausüben. Dass die Ethik irgendetwas für den Zusammenhang dieser Gesellschaft tatsächlich leistet, ist ja auch eine pure Einbildung interessierter Kreise, die davon leben, dass sie für ihre theoretischen Theorieproduktionen bezahlt werden. Die Rolle, die die Ethik in dieser Gesellschaft spielt, ist wirklich keine andere als die, dass sie im Nachhinein rechtfertigt, was die Märkte an Faktischem vorgegeben haben. Weder die Ethik noch der Staat oder das Gesetz synthetisiert die einzelnen Individuen das Ganze, sondern diese Gebilde sind Ausdruck einer ganz anderen, für sich selbst vollkommen unsichtbaren, das heißt abstrakt bleibenden Vermittlung. Diese Wahrheit ist die gesellschaftlich tatsächlich gegebene Grundlage, von der aus die Existenzialisten argumentieren. Für alle Probleme, mit denen wir uns hier herumschlagen, hat etwa Nietzsche dir eine einzige Antwort parat. Man muss aufhören zu glauben, dass Befolgen der vom Christentum vorgegebenen Werte, insbesondere das Mitleid mit den Mitmenschen, dessen Verfallsformen dann für Nietzsche und Heidegger und Foucault der Humanismus darstellen, könnten irgendetwas zu irgendeiner Problemlösung beitragen. Im Gegenteil, sie sind die Ursache des Übels. Auch hier ist diesen Existenzialisten eine Berechtigung, dieser Art von Wertkritik kaum abzusprechen. Höchst problematisch, aber wird spätestens der logisch in dieser Behandlung des sogenannten Vermittlungsproblems angelegte nächste Schritt. Wenn die herrschenden Morallehren überhaupt irgendetwas vermitteln, dann einen Willen. Und wie gesagt, darin, was er will, ist der Mensch absolut frei. Er bestimmt die Gesetze seines Handelns und damit gibt er sich seine Moral auch selbst, qua eigener Souveränität. Spätestens seit Nietzsche gilt, zum Übermenschen berufen sind die, die das Schicksal ihrer Freiheit ertragen können und deshalb auf eine von anderen ihnen aufgezwungene Gesetzlichkeit verzichten können und die stark genug sind, den anderen Menschen ihren Willen als eine Moral aufzuzwingen, die sie dann für sich als eine allgemeine verinnerlichen. Der Schritt zu Heidegger liegt unmittelbar nahe. Er lässt die nietzscheanische Vermittlung der Übermenschen also auch noch weg und so gibt es nur noch Seiendes und Sein. Individuum und Volk, Volk und Führer, Einheit und Differenz sind vermittlungslos gesetzt. Was den Nazis dann allerdings doch suspekt werden musste, war, dass auch Heidegger nicht verbergen konnte, dass das Subjekt in irgendeiner Form noch Individuum, ein Besonderes also blieb. Und vor allem einen Philosophen, der zwischen Freund und Feind frei aus sich, ohne jede Vermittlung entscheiden wollte, konnten sie natürlich gar nicht gebrauchen. Da reichte ihnen ein Karl Schmitt, der den Existenzialismus politisierte, indem er ihn in eine auch dann vom Grundgesetz übernommene verfassungsrechtliche Form überführte.
Entscheidungen waren dem dafür vorgesehenen Souverän zu überlassen, dem Führer bzw. dem Volk also, nicht einem professoralen Philosophen. Der Bürger, dem sein Warenverkauf in der Krise urplötzlich zu einem lebenswichtigen Problem wird, was es für seinen Gegenspieler, den Arbeiter, immer schon ist, stößt auf die Absolutheit seiner Freiheit, nämlich die, entweder einen Käufer für sein Angebot zu finden oder verhungern zu müssen, und flüchtet vor Angst in die Arme der Bewegung. Soweit zur Entwicklung Heideggers, die nur konsequent den bei Schopenhauer und Fichte genommenen Anfang der rechtsbürgerlichen Philosophie zu Ende geht. Kommen wir zu Sartre. Und hier liegt der Fall um einiges verwickelter. Auch an zentraler Stelle, bekanntlich, aber sehr viel konsistenter, ausführlicher und ernster als Heidegger, behandelt Sartre das Problem der Freiheit. Vor allem löst er diese individuelle Freiheit nicht in einer allgemeinen Bestimmung, wie dem Sein, wieder auf. Sie ist ihm unauflösbar jederzeit und jedem Individuum gesondert für sich gegeben. Indem er den Heideggerschen Begriff von Dasein mit menschlicher Realität übersetzt, meint er durchaus das Gleiche wie Heidegger, hat aber doch einen Halt im Begriff vom Menschen, der ihn hindert, derartig vermittlungslos vom Einzelnen ins Ganze zu springen. Sartre definiert die existenzielle Situation als das Gegenüber von Mensch zu Mensch. Zwar kann das eine Individuum das andere nie erreichen, obwohl es genau das ständig will, kann es nie mit dem anderen verschmelzen. Das andere Individuum wird immer von ihm als Instrument für sich verdinglicht. Soweit bleibt Sartre in der Schiene des Existenzialismus. Wer seine Philosophie mit diesem Subjekt beginnt, der kommt aus diesem Gefängnis seiner eigenen Ich-Identität ja auch wirklich nicht mehr heraus. Doch in der Analyse dieser existenziellen Situation durch Sartre verliert das Allgemeine immer mehr den Charakter des Heideggerschen Seins und nimmt eine Form an, die so etwas wie die Vermittlung zwischen den Menschen dann doch wieder leistet. Diese Vermittlung ist kein fester Punkt, kein Ding, kein für sich selbst Seiendes, und darin noch dem Sein von Heidegger wieder eng verwandt, sondern ein zwischen den Menschen Mögliches. Und diese Bestimmung geht über Heideggers Verständnis vom Sein eindeutig hinaus. Der Name dieser Vermittlung durch das Mögliche lautet bei Sartre Wert. Sartre sieht und analysiert als vordringliches Problem, dass jeder Mensch die gesamte Welt für sich in sich hat. Diese Menschen befinden sich nicht, soweit geht er nicht allein auf Märkten. Aber auch Wert ist ihm als ökonomische Kategorie kaum geläufig, sondern bleibt ihm weiterhin zuallererst eine moralische. Es handelt sich für ihn bei den Menschen also keineswegs um die von Marx analysierten Warenbesitzer. Der Warenwert wäre für Sartre nichts anderes als ein Sonderfall der allgemeineren Werte zu betrachten, wie er sie fasst. Für ihn ist ein Wert die Objektivation im Verhältnis zwischen Menschen, in der festgelegt ist, was als schön, was als gut und nützlich, was als wertvoll für die Individuen je für sich angesehen wird. Das alles aber wird, wie ja auch bekannt, bei Marx der Seite des Gebrauchswerts zugeschlagen und das ist, ich behaupte das einfach, ohne es hier weiter zu entwickeln, theoretisch auch ja auch sehr viel konsistenter. Abstrahiert man aber von diesem anderen Ausgangspunkt, dann sind die Gemeinsamkeiten zwischen Marxischem Gebrauchswert und Sartreschem Wertbegriff unübersehbar. Diese Werte sind vollkommen beliebig wählbar, um nicht zu sagen, der absoluten Freiheit der Warenbesitzer überlassen, sind ohne jeden Einfluss auf die Dynamik der gesellschaftlichen Reproduktion, sind bloße abstrakte Voraussetzungen dafür, dass überhaupt Werte produziert werden. Wichtig bleiben natürlich die Unterschiede zwischen Sartre und Marx. Bei den Menschen wie Sartre, sie fast handelt es sich zwar um Freie, aber eben nicht um gleiche Individuen und auch nicht um Konkurrenten. Als gleich können die Individuen schon deshalb nicht angesehen werden, weil Sartre die Perspektive, etwa die des Staates und des Rechtes, nicht kennt, aus der Menschen als in Gleiche und Ungleiche sortiert werden könnten. Jedes Individuum ist vom Prinzip her dem anderen ungleich und bleibt ihm immer fremd. Jeder Mensch sieht alle anderen als Menschen für sich an. Er wird deshalb ständig versuchen, den anderen für sich zu instrumentalisieren. Dass er das tut, ist gar nicht zu verhindern. Und wie er das macht, an welchen Normen er sich oder überhaupt welche er sich hält, ist ihm weiterhin überlassen.
Soweit bleibt das alles beim Alten, also bei Heidegger. Doch indem sich das Ich immer einem anderen konfrontiert sieht, indem es nur darüber, dass es ein anderes wahrnimmt, sich selbst erfasst, beginnt es zu reflektieren. Und genau das, darin geht Sartre dann über Heidegger auch wieder hinaus. Bei Heidegger geht es immer nur um reine vermittlungslose Ablösung vom Man, um Selbstverwirklichung, bestenfalls um ein Erkenne dich selbst, im Sein, also im Volk und im Führer, wo sonst. Die Freiheit ist zwar absolut gesetzt, aber nicht weiter der Rede wert, entschieden wird im Sein, nicht vom Seienden. Bei Sartre dagegen sorgt die Reflexion für die unabweisbare Erkenntnis, dass der andere in derselben Weise frei ist wie ich. Ich muss mich in meiner Freiheit zu dessen Freiheit verhalten. Natürlich instrumentalisiere ich den anderen, aber ich kann besser, ich muss eine Reflexion dazwischen schalten, eine Reflexion, die sich dann in Werten konkretisiert. Es ist klar, dass so der Begriff der Verantwortung ebenso wie der der Freiheit einen weit höheren Grad an Konkretion erfahren muss, als bei den existenzialistischen Vorläufern Sartres. Einem Heidegger fällt es im Traum nicht ein, für irgendwas anderes als das, was ihm gerade in den Kram passt, die Verantwortung zu übernehmen. Ein derartig selektives Verantwortungsbewusstsein gehört seit Nietzsche zum guten Ton aller sich ihrer angeblichen Stärke, in Wirklichkeit natürlich ihrem Narzissmus überlassenen Menschen. Bei Sartre sorgt die Reflexionsfähigkeit, oder besser, die Unfähigkeit des Menschen, seine Taten nicht reflexiv vorbereiten zu können, dafür, dass ihm, wie seine Schriften bezeugen, anders als im deutschen Existenzialismus, Ausbeutung und Herrschaft, wie vorher nur noch im Anarchismus, überhaupt zum Problem werden können. Und, quasi im Nebeneffekt, das Eindringen von Staatlichkeit, von Massenbewegung in den von ihm konstituierten Existenzialismus sehr viel unwahrscheinlicher ist als in der heideggerschen Variante. Dank des reflektorischen Moments in der sartreschen Fassung des Existenzialismus kann man dessen ästhetische und moralische Urteile in vielen Punkten ja auch durchaus teilen. Mehr noch, die in der Linken oft zu findende akademische Distanziertheit zu den politischen und skandalösen Zuständen in dieser Welt könnten mit dem expliziten Verweis auf Sartre nur ein Leben gewinnen. Die Hass-, Leidenschafts- und Ekellosigkeit, mit der linke Politik heute besonders in akademischen Kreisen betrieben wird, entspringt den Entskandalisierungsstrategien, die sich in der Werbung, den Medien, den Universitäten immer tiefer in die Subjekte eingraben, von denen ich vorgestern gesprochen habe. Wer keinen Hass entwickelt, wenn man ihn zwingt, malochen zu gehen, sondern dankbar ist für den Arbeitsplatz und der seinen Hass dann auf den Konkurrenten ablädt, ist ein dafür ebenso verantwortlich zu machender Idiot oder Schlimmeres wie der Theoretiker, der diesen Zwang zum Naturzwang aufbläht, oder der Politiker, der ihm seine guten Seiten abbricht. Die Stärkung, das ist zugegebenermaßen eine sehr schwammige Formulierung, daher vielleicht besser, wenn auch nicht klarer, die Betonung der reflektorischen Distanz zu allen Prozessen des täglichen Lebens bleibt aber ebenso unverzichtbar wie diese Emotionalität. Stimulus-Response-Verhaltensweisen sind, und da schließe ich jeden Determinismus, praktischen oder theoretischen, mit ein, das Grab jeder emanzipativen Bewegung. Natürlich ist es die vom automatischen Subjekt am Leben gehaltene politische Ökonomie und sind es nicht die individuellen Bedürfnisse, die das Leben im Kapitalismus bestimmen. Diese Erkenntnis darf aber nicht dazu verführen, zu glauben, man könne uns, also die als Subjekte konstituierten Individuen, für das, was wir tun, nicht verantwortlich machen. Oder geschichtlich nicht verantwortlich. Selbstredend sind wir gezwungen, um zu überleben, unsere Arbeitskraft zu verkaufen. Diesen Zwang kennt natürlich auch der Existenzialist. Aber für ihn beruht dieser Zwang allein auf der freien Entscheidung des Individuums, sich für sich diesen Zwang zu konstituieren. Er könnte die Welt ja auch ganz anders in Begriffe zerlegen, als in dieser Dichotomie von Freiheit und Zwang. Das könnte man in der Tat, würde aber, wenn man den Gegensatz in diesem Sinne existenzialistisch zur Freiheit hin auflöst, nur Unfug betreiben, weil man dann übersieht, dass eben die Reproduktion der bürgerlichen Gesellschaft eine Eigengesetzlichkeit angenommen hat, die über die Individuen hinweggeht und eine eigene, tatsächlich in jeder Hinsicht objektive, aber gänzlich verkehrte, nicht mehr zu verantwortende Welt konstituiert. Ebenso falsch aber ist es, von diesem Zwang auszugehen und darüber den
die in jedem Subjekt konstituierte Freiheit zu übersehen. Dieser Widerspruch in seinen beiden Seiten, von mir aus auch, mein wie auch immer begründeter Gegensatz zum Zwang im Namen der Freiheit, darf jedenfalls nicht eingeebnet, nicht glatt gebügelt werden. Gegen den Zwang, in welcher Form auch immer, und sei es in der Form einer allgemeingültigen Moral, muss ständig Einspruch erhoben werden. Dieses Einspruch erheben würde ich unter einer guten Moral verstehen. Man kann das auch kategorischer Imperativ nennen oder sonst wie. Über Moral kann man tatsächlich nicht viel Worte verlieren, wie gestern jemand gesagt hat. Die hat man oder hat man nicht. Aber diese nähere Bestimmung würde ich dennoch gerne vornehmen wollen. Moral hat man in einer völlig anderen Weise zu haben als das Geld. Herzlichen Dank. Das kann ich eigentlich in ganz kurzen Satz. Wenn man Freiheit sagt und das zugibt, dass das nicht alles determiniert ist, hat man auch Moral gesagt. Also wenn ich diese Freiheit habe, dann muss ich mir auch überlegen, wie ich sie ausnutze. Also es ist nicht anders. Das eine Wort setzt das andere herum. Aber nicht in welcher Form. Ich kann jetzt nicht aus irgendeiner Art von Freiheit, irgendeiner Art von Moral oder wie man immer das ableiten wollte, versucht oder sonst wie. Ich komme da mit um das ganze Problem der Allgemeingültigkeit, was ist mit dem und dem, da komme ich ja alles nicht rum. Das kriege ich mit diesen Worten natürlich nicht automatisch geliefert. Aber was ich geliefert bekomme, wenn ich Freiheit sage, ist, ich muss auch eine Moral für mich akzeptieren. Also ein... Der Anfang. Aber das Kommentar ist das selbe. Nein. für mich ist die Freiheit des wahren Besitzers, die nur negativ bestimmt werden kann aus den Bedingungen des Marktes. Und die Freiheit, ich darf nicht, wenn ich die tatsächlich existierenden Gesetzmäßigkeiten des Kapitals nicht verfehlen will, darf ich nicht diese Freiheit zum Ausgangspunkt machen, sondern dann werde ich Existenzialist. Und komme nicht mehr zu diesen, kann auch nicht, komme dann nicht zu diesen Bestimmungen, den wahren Bestimmungen. Komme ich auch gar nicht hin, logisch dann. Das ist eigentlich die Beziehung dann eines Existenzialisten zu diesem wahren Bestimmungen. Ich habe es ja versucht beim Sartre mit dem Wert. Soweit geht er. Und natürlich reden die auch über Ökonomie in ökonomistisch reduzierter Sinne. Oder wie Nietzsche, aber es gibt halt, ich weiß nicht, vielleicht gibt es auch Volkswirtschaftler, die sich Existenzialisten bezeichnen. Ich kenne halt keine. Ja, was ich ein bisschen vermisse, also ich möchte es nochmal ganz kurz für mich klar, also du sagst, der Mensch, der schaltet auf alle Fälle die Reflexion ein zwischen sich und der Welt. Ja. Aber du hast es auch. Also dieser Moment der Reflexion ist notwendig, um überhaupt sich als Einzelnen zu vermitteln mit dem Allgemeinen. Selbst wo sozusagen das automatische Subjekt existiert, ist diese Reflexion notwendig, und zwar dafür, um die Dominanz des Allgemeinen im Einzelnen oder um das Einzelne herum, jeweils wo der Ort ist,
um die irgendwie zu durchbrechen und sich frei zu verhalten. Also das ist doch also eine These von dir. Die teile ich mit den Existenzialisten. Ja, das Problem an deinem, ich wollte ganz kurz fortführen, und zwar, dass sie eine kleine Schwäche an deiner Nietzsche-Interpretation insofern, als Nietzsche ja ziemlich akribisch und genau nachgewiesen hat, dass gerade indem der Mensch reflektiert, sich sozusagen fast quasi automatisch eine ganz bestimmte Dominanz des Allgemeinen in sein Denken reinschleicht und es sozusagen unmöglich macht, sich selbst über die sprachliche oder in der sprachlichen Reflexion als singuläres Wesen zu erfahren. Und das hat er sehr als einziger eigentlich, hat er dieses Problem, wie in dem einzelnen Individuum sozusagen die Dominanz des Allgemeinen gebrochen werden kann, in der Reflexion, hat Nietzsche eigentlich als einziger wirklich richtig konkret bis zur Grenze angedacht. Und darum wundert mich das, dass du, wenn du so eine Zielsetzung hast, über Nietzsche einfach so hinweggehst, als den, ja, der eigentlich darauf hinzielt, den Mensch zu verschmelzen zu lassen in einer übergeordneten Volksidentität oder so. Das habe ich bei Heidegger gesagt. Also gut. Aber es gibt bei dir so diese Linie Schopenhauer, Fichte, Nietzsche, Heidegger und so weiter, die im Grunde genommen diese wirkliche Erfahrung der Freiheit unmöglich machen in der Art und Weise. Ich würde sagen, dass bei Nietzsche da sehr verschiedenartige Denkansätze existieren, die man nicht so ohne weiteres mit einem Bausch auskehren sollte. Also, seine Überlegungen über die grammatikalische Struktur zum Beispiel sind schon sehr wichtig, damit man nicht unter Umständen, so wie das da diese Wiener mal gesagt haben, ich glaube Oswald Wiener war das vom Wiener Aktionskreis, in dem Moment, wo man spricht, unterwirft man sich von der deformativen Macht des Staates. Also irgendwo ist da ja ein Problem, das tatsächlich existiert. Da ist aber mit den, ich will jetzt ja keine Nietzsche Vorlesung machen. man kommt nicht drum herum, dass bei ihm der Wille zur Macht, selbst wenn das reflexiv gebrochen ist, halt die Verschmelzung mit diesem Willen als Wille zur Macht eben eine ganz gewisse Moral erzeugt, mit Notwendigkeit aus sich heraussetzt, die im Übermenschen enden muss. Und inwiefern, jetzt kann man natürlich lange philologische Debatten halten, was für ein Stellenwert und. Aber für mich ist diese Logik, die Moral eben, es geht mir nicht darum, jetzt die christlichen Werte weiterhin zu verteidigen, aber die Art der Kritik am Humanismus, dieser Antihumanismus, die dann von Heidegger übernommen, der von Heidegger übernommen wird, den halte ich, und da halte ich, will ich dran festhalten, als für antiaufklärerisch, gegen die Aufklärung gerichtet. Hallo? Also ich will das jetzt nicht in so einer Frage von Nietzsche-Rezeption treiben. Der Punkt ist schon, dass ich die Befürchtung habe, dass so eine Linearität von denen aufgemacht wird. Also Nietzsche, Heidegger, Foucault. Und ich würde da gerne an dem Punkt nochmal einhaken, dass ich denke, eben auch mal zu gucken, ohne Authentizitätsgeschwafel hier aufzumachen. Aber was ist zum Beispiel, was ist das Verhältnis von Autor und Werk beispielsweise in dem Falle. Also schauen wir sich Nietzsche als leidenschaftlichen Menschen an, würde ich sagen, im Verhältnis dazu sind Heidegger und Foucault eiskalte Hunde. Und das ist einfach nicht so wegzudrücken. Also worauf ich mich jetzt insbesondere berufe, ist eben die Frage, wie sehr man in die Falle tappt, genau Heidegger sozusagen dieses Monopol an Nietzsche zu gönnen. Das ist jetzt sozusagen nicht originär was von mir, sondern es beruft sich ganz stark auf Christoph Türk mit dem tollen Menschen sozusagen, der genau an dem Punkt ansetzt und eben sozusagen diesen Widerspruch nochmal zwischen Nietzsche und Heidegger aufgemacht hat. Also wenn Nietzsche, der sagt, es um die Rettung der Menschheit ging, dann ging es Heidegger tatsächlich um die Rettung der Philosophie. Und es ist im Zweifelsfall ein Unterschied ums Ganze. Und ich denke, an dem Punkt muss man vorsichtig sein, dass man nicht tatsächlich eine künstliche Verlängerung dessen betreibt und sozusagen ungewollt Heidegger noch sozusagen zuarbeitet. Das halte ich für gefährlich oder eine schwierige Gratwanderung. Das Problem ist, sozusagen, worauf wir uns ja mehr oder weniger hier mehr oder weniger berufen, ist eben sozusagen, woher, oder die Frage zu stellen, woher kommt das ontologische Bedürfnis? Also die Frage muss sozusagen eine Erkenntniskritik umfassen. Und unter dieser Fragestellung
ist eben sozusagen das, was Adorno in der negativen Dialektik gesagt hat, immer wieder hochzuhalten, nämlich es gibt kein Sein ohne Seines. Das ist der springende Punkt, sozusagen, wo Erkenntniskritik anzusetzen hat, was an und vorzuwerfen ist. Und da hätte ich gerne bewusst sozusagen, was du so diese Begrifflichkeit des Nichts in dem Zusammenhang hältst. Ich glaube eben, dass die Konsequenz von der negativen Dialektik zu sagen, es gibt kein Sein ohne Sein, ist eben genau die ist, zu sagen, es gibt kein Nichts. Das heißt also, das Nichts, was als Nichts gefasst wird, ist kein Nichts mehr, sondern ein auf den Begriff gebrachtes Nichts und deshalb kein Nichts mehr. Das ist ein entscheidender Punkt und genau diese Antinomie bzw. diese Geworfenheit, die Heidegger betont. Wir haben eben sozusagen die ganze Zeit hier anstinken müssen, weil es sozusagen etwas ist, was eine ganz besondere Faszination auch ausstrahlt. Also dagegen genau diese Geworfenheit und das Sein anzunehmen, Leuten genau klar zu machen, dass erkenntniskritisch begriffen es kein Nichts geben kann. Also wer nichts fasst, hat nichts auf den Begriff gebracht. Und da würde ich gerne gerade auch was Sartre betrifft, deine Meinung machen. Sartre hat über das Problem von seinem Nichts, und da hat er sich auch drauf beschränkt, 1200 Seiten sind das, glaube ich, geschrieben. Und was er da unternommen hat, das ist also sogar auch etwas auch zu notieren, wenn man jetzt mal genauer drauf geht, oder versucht, Heidegger, für mich ist dieses Sein und das Nicht, diese Auseinandersetzung, ein Versuch, sich von Heidegger zu distanzieren und wie Heidegger den Existenzialismus wieder mit Hegel in Verbindung zu bringen und etwas zu versöhnen. Dieses Problem da, ich glaube, da würde ich lieber bei Hegel weiter anfangen und Marx weitermachen, als da jetzt großartig über die innere Logik der Sache selber. Das ist ja sozusagen eine Umstürzung festzuhalten, bedeutet der Abstand von dem von dem Nichts bei Hegel beispielsweise. Also, da kann man lange drüber reden. Aber jetzt diesen Nietzsche zu retten, ich weiß nicht, also ich schätze Christoph Türke, aber den Nietzsche, ich habe da das Gefühl, man will da, man soll der Rechten nicht die Nation überlassen, so soll man dem Heidegger den Nietzsche nicht überlassen und den für was retten. Ich sehe da keine Notwendigkeit, weil der schreibt gut, sehr gut. Seine Aphorismen sind bestes Deutsch, sind ganz vergnüglich. Man könnte da so ganz viele rausnehmen, ich habe es mal versucht in so einem Seminar, ganz viele rausnehmen und man kann aus ihm dann einen Antideutschen machen. Aber ich sehe da keinen größeren Sinn drin. Jetzt ist gerade ein bisschen so Hand auf eine Art, ich finde, es gibt für uns als auch wichtiger, das noch zu diskutieren beim Thema Moral. Du hast jetzt, finde ich, sehr gut ausgeführt, warum wir durchaus nicht darum herumkommen, auch moralisch zu sein. Das müssen Sie ja leider schon deswegen sein, logisch, weil auch jede Moralkritik sich ja auch auf allgemeine Werte beruft, dass es selber auch moralisch ist. So, aus einer Dialektik kommt man nicht raus. Trotzdem finde ich, ist das Problem in der Linken, so wie ich sie kenne, meistens, dass sie viel zu moralisch sind. Und mir geht es jetzt auch nicht darum, ich würde mich nicht damit zufrieden zu geben, zu sagen, man muss dann Kompromiss finden. Die Linke muss irgendwie gewisse grundmoralische Werte aufrechterhalten, aber andererseits muss sie Moralkritik machen. Sondern ich glaube, dass sie beides wesentlich sehr radikal lernen müsste oder auch mal genauer zu reflektieren hätte. Und da kann man übrigens nebenbei zu der Diskussion, glaube ich, kann man da sehr viel lernen von Nietzsche, auch von Foucault. Aber kannst du dazu noch was sagen? Also inwiefern ich da. Also Moralkritik, als Beispiel, was du an dem Beispiel, was du selber gesagt hast, du hast selber gezeigt, es ist eine moralische, also der ist der Grund quasi, der kein Antikapitalist ist. Insofern, als der Wert jedem Einzelnen seine Imperative aufzwingt, und das auch in einem Ausmaß, dass für keinen Menschen mehr Menschen bleiben möchte, irgendeiner Form erträglich ist. Und es ist tatsächlich ein kategorischer Imperativ, diese Grenze umzuwerfen. Aber das ist auch selber, das ist nicht nur eine moralische Haltung, sondern es ist auch notwendig, durchaus auch eine scharfe Moralkritik, nämlich an allen diejenigen, die implizit oder explizit uns ihre Moralvorstellung von Arbeit, von Staatlichkeit, von Mütterlichkeit oder was sie immer jetzt für neue Werte aufrichten, uns aufzwingen wollen.
Also insofern bist du auch intensiv, ich habe du eigentlich auch nur radikale Moralkritik gemacht. Bis auf die Hommage da an Foucault und Heidegger bin ich komplett einverstanden. Da, also ich kann deine Frage dann jetzt nur so verstehen, ob ich nicht irgendwie doch moralische Grundsätze entwickeln könnte, die man als positive jetzt hier der Linken vorsetzen könnte, als zu befolgende. Und das würde ich jetzt hier einfach ablehnen. Nein, ich wollte sagen, deine Moralkritik ist... Nein, Moment, was du als linke Moral, als pädagogische Imperativ an der Linken eingeklagt hast, ist implizit oder explizit ist radikale Moralkritik. Jeder Staatskritiker, vor allem jeder die Deutsche, jeder Antisemitismuskritiker ist radikale Moralkritiker, weil er sagt irgendwie, in dieser Gesellschaft wird ständig abstrahiert in Form des Wertes, aber auch in Form der Staatsangehörigkeit, wird ständig abstrahiert von den egoistischen Impulsen der Einzelnen, die keinerlei Berücksichtigung finden. Das sind, der Einzelne ist, allgemeines und Einzelnes werden auseinandergerissen mit konkreter und abstrakter Gewalt und psychologischer und physischer Gewalt auseinandergerissen, Körper und Geist werden auseinandergerissen. Und insofern fallen auch Egoismus und Moral, wäre jetzt mal so eine Grundthese, fallen da auch als zwei falsche Alternativen für Linke. Ja, ich bin einverstanden mit einer radikalen Moralkritik, bin ich. Also ich komme jetzt da nicht. Ich wie würdest du das Verhältnis setzen, dass du eigentlich gerade Moral angeklagt hast? Wie würdest du es im Verhältnis setzen zu antideutscher Moralkritik? Also ich habe es versucht, über den Begriff der Freiheit zu machen. Also wenn ich nicht Determinist bin und wenn ich den, unter dem Kommunismus die freie Assoziation der Produzenten verstehe, also dann die Freiheit da drin habe, kann ich mich nicht der Einsicht verweigern, auch etwas wie eine Moral vertreten zu müssen. In dem Sinne, diese Freiheit kann nicht grenzenlos sein, das ist einfach logisch. Also und das negativ gewendet, das andere der Freiheit, muss ich so etwas wie eine Moral haben. Das zweite, das Problem ist dieser Moral, wie kann ich die objektiv festmachen? Gibt es irgendeine Vernunft, gibt es eine gesellschaftliche Größe, gibt es eine Instanz, die sagen kann, so musst du haben, die und die Moral musst du haben, die ergibt sich aus dem und dem konkret. Und diesen allgemeinen Imperativ, den kann ich nur als kategorischen fassen. Da muss ich wieder auf Kant verweisen. Es gibt dieses nicht. Da bin ich auch wieder existenziell, gehe ich konform, sagen wir mal so. Das hat Sartre sehr gut gezeigt. Das kann man sogar auch bei Nietzsche lesen und nachvollziehen, dass es diese Form einer allgemeingültigen, sich auf Vernunft berufenden Moral, eigentlich weiß man es ja schon seit Kant, die gibt es nicht. Dass man dann sagen kann, wie Habermas, ja, dann müssen wir uns auf eine einigen, würde ich auch ablehnen. Also diese Konsensgeschichte ist halt auch eine Frage, unterliegt auch der Kritik, will ich jetzt nicht alles nachvollziehen. Genau in die Richtung wollte ich noch nachfragen, würdest du jetzt sozialwissenschaftliche Forschung, die vom Individuum ausgeht, die von der Interaktion ausgeht oder von Kommunikation, unter diesem Begriff von Existenzialphilosophie oder Existenzialismus subsumieren? Und ist der Existenzialismus sozusagen ein Überbegriff für die jegliche Art von Revolutionarismus oder auch von ein Überbegriff für Liberalismus? Interaktion, gut, ich kann da nur in einer Hinsicht antworten, dass ich also sagen würde, Luhmann war ein Rechtshegelianer und insofern in Nietzsche auch so in diese rechtshegelianische Ecke passt, antiaufklärerisch wäre so ein Hinweis, kann man auch so, wenn man diese Interaktionstheorien in systemtheoretischer Weise macht,
kann man, aber Existenzialist geht, glaube ich, nicht. Aber es geht also für mich, ich habe es jetzt erstmal rein willkürlich, existenzialistisch gesagt, wer von dem individuellen Subjekt ausgeht, den behandle ich jetzt hier, den nenne ich jetzt hier Existenzialist. Und der, vor allen Dingen das zweite Wichtige ist, dass er die Vermittlung zwischen Allgemeinen und Besonderen in einer ganz bestimmten Art und Weise fasst, nämlich der Weise, dass er da die Vermittlung durchstreicht. Und die Interaktion ist ja zum Beispiel etwas, was ja dann, oder Kommunikation ist ja etwas, das diese Vermittlungskategorie wieder einführt, aber natürlich kann man auch wieder ein anderes Problem finden für mich. Ich weiß nicht, wer von euch beiden zuerst. Du hast ja gerade gesagt, dass Moral nicht begründet werden kann. Das Thema auch anders für dich. Dabei begründen kann man alles, aber richtig. Aber nicht vernünftig begründet werden kann. Ich nehme an, dass du dich dabei auf Adorno Satz beziehst, dass es kein vernünftiges Argument gegen Mord gebe. Zum Beispiel. Aber ich denke, dass es vielleicht viel mehr darauf ankommt, eine Gesellschaft zu schaffen, die ohne eine solche Moral auskommt, weil sie kein Argument für den Mord kennen. Kein vernünftiges Argument für den Mord. Das gibt es aber. Also Hitler. Das heißt, kein Motiv für den Mord. Allgemein. Die Gesellschaft ist ja allgemein anerkannt, dass es ein vernünftiges, im Sinne der normalen Verständnisse von Vernunft, Argument für den Mord gibt. Das hat eben nicht Motiv. Da ist es ganz eine Grundkategorie der Kriminalität. Kein Argument. Das Problem liegt ja schon, um das kurz kürzer zu machen, das Problem liegt ja schon in der Definition der Mordfrage selbst. Man müsste das ja irgendwie wieder in einer gewissen Art und Weise wieder so formulieren, dass also dann kommt man sofort ins Juristische und dann ja, geht es einfach weiter. Moral. Man führt dann einen staatstheoretischen, juristischen, rechtstheoretischen Diskurs, wie das heißt. Und ja, aber die Frage, um die es mir hier nur ging, ist eben die, oder die Behauptung, die ich übernehme von Adorno, oder ist die, dass eben ist eine allgemeingültige Moral, auch eben in der Form, in einer positiv gesetzten Form, die eben sagt, es ist für alle vernünftig einsehbar, dass unter keinen Umständen ein anderer Mensch getötet werden darf. Das ist ein solcher Satz, dass ein solcher Satz nicht wirklich allgemeingültig ist. In der Form. Ich meine, kann ich mal darauf antworten? Ich meine, es ist eher so, dass das schon an sich überhaupt eine absurde Fragestellung ist, dass man jedenfalls meinen könnte, dass es eine absurde Fragestellung ist, dass man eben jetzt begründen muss, warum man den anderen nicht töten sollte. Dass man sich überhaupt auch erstmal die Frage stellen sollte, warum man denn so sehr darauf brennt, den anderen zu töten, dass man sich jetzt irgendwelche Grundsätze ausdenken muss, das war nicht zu tun. Ja, ich würde darauf einfach nur antworten, ich kann kaum einen Deutschen in den Jahren 33 bis 45 irgendwie freisprechen, deswegen, weil so wenig Leute sich überlegt haben, das Widerstandsrecht, oder wie man das immer nennen will, auszuüben und den Hitler zu beseitigen. Ich würde da auch gerne nochmal zurückkommen, was du sagst, weil wenn man jetzt von einer Situation ausgeht, Homo und die Lupus, bürgerliche Gesellschaft ohne Moral, in so einer virtuellen Form, die bürgerliche Gesellschaft ohne Moral, ist natürlich barbarische Konkurrenzgesellschaft. Und die bürgerlichen Ideologien, die auch allesamt ihre Morallehren haben, also ich spiele auch auf die Dialektik der Aufklärung an, darauf ist der Wort, wenn ich das richtig verstanden habe, da ist doch Moral an sich, das betrifft schon eine Krücke, um die bürgerliche Gesellschaft nicht als das zu zeigen, was sie eigentlich ist, nämlich eine Konkurrenzgesellschaft ohne besondere weitere Bestimmungen. Und als so ein Mechanismus, der die Moral ist, der halt nicht zur Aufhebung drängt, sondern zur,
zur Trennung, aber auf Ewigkeit dann anlegt, ist doch ein moralisches Begriff schon abzulehnen. Deshalb war mir auch nicht klar, was hier mit so einem moralischen Rest für Linke gemeint sein sollte, weil dieser Dichotomismus, diese Dichotomie aufgemacht wird zwischen Egoismus und Altruismus, das ist ja praktisch, was so die ewige Frage der Moral immer abgeben muss. Das macht ja praktisch nur einen Sinn innerhalb einer Konkurrenzsituation. Und da würde ich dann auch zurückkommen, dass ich da vorne dabei bin. In einer vernünftigen Gesellschaft müsste man sich tatsächlich nicht mehr moralische Fragen stellen. Wenn man nicht ganz sagt, dass Moral aus der Frage besteht, was soll ich tun, dann würde ich sagen, in einer vernünftigen Gesellschaft muss ich mir diese Frage nicht mehr stellen. Das frage ich mich, was will ich tun, und gehe davon aus, dass das sowieso keinem zum Nachteil gereicht. Das kann ich, diese Vorstellung kann ich nur irgendwie nachvollziehen, wenn ich irgendwie diese unter Vernunft ein kollektives Gemeinwesen, das also keine Trennungen der Individuen untereinander und muss ja nicht gegeneinander sein, aber wie das eine Individuum, das kann man auch bei Sartre nehmen, wenn ein Individuum frei ist, steht es dem anderen immer gegenüber. Und die Analyse, die er dann bringt, inwiefern dieses, seine existenzielle Psychoanalyse, wie er das nennt, wie diese existenzielle Situation dann dazu führen muss, dass er den anderen, das andere in irgendeiner Weise für sich instrumentalisieren muss, das hat erstmal noch gar nichts mit Konkurrenzkapitalismus oder so zu tun, sondern einfach aus der Situation allein schon, muss als Problem, ist das Problem der Moral, das heißt eines angemessenen Verhaltens dem anderen gegenüber, damit gesetzt, dass ich Freiheit für ein individuelles, für ein Individuum, für sich existierenden, sich seiner eigenen Leiblichkeit bedienenden oder wie auch immer man das ausdrücken möchte, wenn ich die Freiheit auf dieses Individuum beziehe, dann gibt es ein anderes Individuum, und dieses Verhältnis dieser beiden Individuen zueinander verlangt, das, was die miteinander eingehen, das hat einfach den Namen Moral. Nichts dran zu deuten. Nicht für Marx. Nicht für Marx. Wie nennt er es? Was in Prüfschriften. Es ist eindeutig, dass die Moral ein Bestandteil des ideologischen Überfalls mitsamt der Familie. Marcuse hat hier angeknüpft. Wie ist mein Adorno steht, habe ich nicht mehr so recht in Erinnerung. Muss man nachschauen in seiner Vorlesung Probleme der Moralphilosophie. Da scheint das irgendwie antinomisch auszubalancieren. Da kommt er als möglich war nicht mehr. Natürlich ist das ist die konkrete Moral, die wir jetzt jetzt haben, gehört die natürlich zur Konstitution des Subjekts, von der ja hier auch öfter schon die Rede war. Und insofern ist natürlich die Moral, über die wir uns hier unterhalten, also durchaus die Moral der Herrschenden, die wir verinnerlicht haben, auch wenn es da brauchen wir aber eben nicht, um das zu, das will ich also irgendwie auch hier nicht machen. Dann brauchen wir uns nicht über Moral oder so, sondern ein Sondergebiet aufzumachen, sondern da reicht es dann tatsächlich, sich die wahre Analyse vorzunehmen, um dann zu diesem Kritikbegriff zu kommen und so weiter und so fort. Aber die Moral, von der Moral selber kann ich, also ja, ich, wie das jemand gestern sagte, es gibt so etwas wie diese Moral, wenn ich Freiheit setze. Ja. Du hast halt eben diese Linie noch auf das zurückzukommen von Nietzsche mit Heidegger. Und Schnitte. Jetzt könnte man jetzt weiterspielen, zum Beispiel Emanuel Levinas oder auch Derrida, die eigentlich auch mit einer sehr ja, dieser auch existenzialistisch-phänomenologischen Tradition kommen, aber auch ja Widersprüche dazu hereingebracht haben. Und gerade Levinas hat ja, also das wird wie Moral bezeichnet, ja Ethik bezeichnet und vielleicht ja zur ethischen Ethologie gemacht oder quasi in die Metaphysik gestellt. Und was ich fragen wollte, der ist eben,
das überhaupt her, quasi Existenzialismus so eigentlich abzubrechen bei Sartre, oder müsste man nicht da hören, diesen kritischen Auseinandersetzungen nicht auch dazu? Und zwar eine Verständnisfrage, wo jetzt bei deiner Position, oder wie das Verhältnis deiner Position eben zu einer Position ist, was bei Levin haben, wo es so eine Ethik des anderen gibt, dass der andere im Zentrum steht, so. So im großen Zentrum steht, wo man dann ja auch sehr kritisch dazu stehen kann. Kann dann die Kritik, die man hier an Levin macht, aber auch wenn ich die guten Sachen sehe, wenn ich da auch noch das, was du jetzt gesagt hast, in den Fragen. Ich glaube nicht. Ethik ist für mich immer schon gleich die Verallgemeinerung einer ganz bestimmten Moral. Die ich, wenn ich da abstrahiere von dem Anfang, wenn ich abstrahiere von dem, davon, dass es Warenbesitzer sind, die sich dort miteinander austauschen und wo der eine und die andere eben, ich darf diesen Abstraktionsschritt nicht machen. Und wenn ich bin also bereit, Sartre recht zu geben oder zu stützen, wenn es gegen Foucault geht. Diese Auseinandersetzung, man muss das auch mal sehen, dass Foucault die Gegenbewegung gegen Sartre war. Und zwar eine, ja, die Heidegger wieder eingeführt hat, diese Vermittlungslosigkeit, diesen Machtbegriff dort eingeführt hat. Und in dieser Auseinandersetzung wäre natürlich irgendwie Sartre wieder ein bisschen stärker zu machen, wenn man das jetzt mal so will. Aber ob dann gleich auch Levinas oder so dazugehört, würde mich erstmal, glaube ich, gar nicht interessieren, weil diese Ethik, insofern die Ethik oder die Morallehren von der Grundsituation abstrahieren, dass in dieser existenziellen Situation es Warenbesitzer sind, die dort beteiligt sind, verfehlen die das zentrale Moment, das eben für jede Moral auch irgendwo, sobald sie als positive hier formuliert wird, von zentraler Bedeutung sein müsste. Jetzt aber, ja. Also ich sehe in der Konsequenz nicht ganz den Unterschied zwischen Heidegger und Levinas. Und zwar deshalb, weil was Heidegger gelingt, ist noch den dümmsten Teil meiner höheren Weihe aufzunehmen. Er schafft also wirklich einen Kreis von Eingeweihten. Und schafft man diesen Kreis von Eingeweihten nicht, wenn man, Zitat, Freiheit setzt, Moral hat. Also, Freiheit zu denken, was bedeutet das? Also die Freiheit erscheint historisch. Wenn man sie jetzt trennt von ihren historischen Erscheinungen, wenn man sie behauptet, wenn man die Moral behauptet, hat behauptet ja nicht die Moral, was formuliert Kant im kategorischen Imperativ, er formuliert nicht ein bestimmtes Gesetz, sondern die Form eines allgemeinen Gesetzes. Kein einziges bestimmtes Gesetz, sondern der kategorische Imperativ ist nur die Form eines allgemeinen Gesetzes. Und er muss die Idee der Moral von der Praktizität so stark trennen, weil das sonst der intensive Charakter gar nicht bewahren könnte. Aber wenn man jetzt herkommt und sagt, man hat Moral oder man hat sie nicht, dann denke ich an den Robert vom Heutzig. Heutziger hat keine Moral, denn er hat ein Kind ohne den Segen der Kirche, sagt der Robert. Also insofern sehe ich den, ist der Unterschied zwischen Heidegger und dir nicht ganz so groß. In der Konsequenz zu behaupten, man hat Moral, aber man hat sie nicht, man setzt die Freiheit. Ja, aber was ist das für eine Freiheit? Das ist genau der Unterschied zwischen dem überzeitlichen Wesen und den Erscheinungen, um die es heute schon mal ging. Und der kann nicht bleiben. Obwohl es halt seine Seinsvergessenheit ist. Das heißt, Heidegger argumentiert ja ungefähr so, ob das Sein sich im Dasein lichte, das ist nicht Sache des Daseins. Dasein also nicht. Sondern es lichtet sich. Ja, was lichtet sich denn da? Ja, das ist der Wichtigste dabei. Jeder, der es liest, fühlt sich sozusagen schon gelichtet. Ja,
Ich habe nicht gesagt, du hättest eine Moral zu haben oder irgendeine Moral vorgegeben. Ich sage, in dem Augenblick, wo du Freiheit sagst, musst du, bist du gezwungen, in dieser Situation der Freiheit so etwas wie ein Bestimmungen zu haben oder zu übernehmen für dich, die den Namen haben, die ich Moral nenne. Oder du streichst die Freiheit. Eben, gut, von mir aus, aber sie ist die Kategorie, auf die ich nicht verzichten will. Denn wenn ich von der freien Assoziation der Produzenten rede, habe ich einen Begriff von dieser Freiheit, und wenn ich den durchstreiche, streiche ich alles durch. Dann würde ich Heidegger werden. Ergibt sich aus deinen Ausführungen, ergibt sich zwei Punkte, nämlich die erste wäre die, dass deine Ausführungen jetzt historisch folgt, dass die bürgerliche Gesellschaft zwei Dinge erfunden hat, ich sage mal jetzt erfunden, und zwar das eine ist die Freiheit und das zweite ist die Moral. Wenn sozusagen deine Theorie darauf hinausläuft, dass die bürgerliche Gesellschaft aufgehoben werden muss, durch die Moral, gegen die Gesellschaft quasi stellt, dann bedeutet ja auch gleichzeitig, eigentlich wäre das ja eigentlich auch so, die bürgerliche Gesellschaft, wenn sich die aufhebt, ist die Moral, die bürgerliche Moral aufgehoben. Aber was kommt vor was? Die Aufhebung der Moral kommt dann vor der Aufhebung der bürgerlichen Gesellschaft, wobei eigentlich die bürgerliche Gesellschaft aufgehoben werden müsste, um die bürgerliche Moral aufzuhoben. Das heißt, diese zwei Dinge sind dialektisch miteinander so verknüpft, dass nur die Aufhebung beider zu einer neuen Form beider führen kann. Es ist immer das Problem mit der bürgerlichen Moral, habe ich ja schon Probleme, also das zu bestimmen. Also es gibt, natürlich wird die Freiheit, wird die Gleichheit, die Brüderlichkeit, Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit, diese drei Ideale werden mit der bürgerlichen Gesellschaft in der Form gesetzt, in der sie hier als Ideale in den Verfassungsrang und so weiter gehoben werden. Und insofern sind sie natürlich, ist jede Ausgestaltung dieser Begriffe oder natürlich ein historischer Prozess. Aber wenn ich kann aber eben halt auch diesen, wenn, ich kann, ja, natürlich ist das ein Dilemma, aber ich kann eben halt versuchen, zurückzuprojizieren aus dieser Subjektkonstitution, in die ich gestellt bin, kann ich mich zum Beispiel ganz einfach die Frage stellen, was unterscheidet den Menschen von einem Tier? Ohne dass ich jetzt da gleich in die Falle gehe und eine Anthropologie oder eine Wesensbestimmung zu machen, weil ich ja damit nicht anfange, aber die Frage kann ich mir wenigstens mal stellen. Und dann komme ich auch zu dieser Reflexionsfähigkeit, zu dem Begriff der Freiheit, ohne dass ich jetzt dann gleich das zum Anfang nehmen müsste, um daraus jetzt eine allgemeine geschichtliche Entwicklung hin zum Kommunismus oder sonst was zu produzieren. Aber indirekt negativ kann ich diese Begriffe so erstmal stimmen, um meine aktuelle, jetzt existierende Reflexionsfähigkeit versuchen zu beschreiben. Ja, aber die mag sein, ja, da gibt es also. Ja, das hängt ganz von dem, wie ich es ausführe.
Und dann unterliegt es der Kritik und dann kommen wir sofort in die anderen Kategorien rein, in die wahren Kategorien, in die Kritik und so weiter. Ja, und da bin ich handelig. Aber trotzdem, das ist das Problem, was ich hier eigentlich behandeln wollte und was mich auch, ja was, und darüber hat noch gar keiner was gesagt, mich von Uli Enderwitz zentral unterscheidet. Eben ich will auf diesen Begriff der Freiheit nicht verzichten. Ich will zum Kommunismus die, über den es gleich geht, ja, um den es gleich geht, will ich zumindest die Aussage des kategorischen Imperativs hochhalten und die Beschreibung des Kommunismus als freie Assoziation der Produzenten für mich jetzt schon, trotz meiner bürgerlich-historischen Bestimmtheit, im Moral, als Moral setzen. Da kann man mich wieder Heidegger schimpfen, von mir aus. Nein, aber die bürgerliche Freiheit kannst du notwendig ja auch nicht abschaffen, weil die ist ja die Voraussetzung. Aber die bürgerliche Gesellschaft, hoffe ich. Ich auch nicht, aber. Ja, aber solange es die bürgerliche Freiheit gibt, gibt es auch Moral, dann kannst du beides gleich aufheben. Also ich rede nicht von Abschaffung, sondern von einer qualitativen Aufhebung. Kannst du beides nur eben gleichzeitig, aber du kannst nicht das eine oder das andere zum Verbinden bringen. Ich hoffe nur, dass diese Aufhebung nicht die Identität ist, über die auch schon die Rede waren, die der Tod ist. Nein, davon rede ich nicht. Diese Identität von Identität und Nicht-Identität, und das, ja gut, ich kann eben, wenn ich über Kommunismus überhaupt noch reden will, muss ich dieses Problem nicht, kann ich da jetzt das Problem, was du jetzt da auch mal so nicht akzeptieren. Sagen wir so. Jetzt ist die Frage. Hallo, wir sind Ich hab... Hier, ja. Ja, aber die Ehre, gut, ich weiß es jetzt wirklich nicht, ich kann nicht haben. Ich finde den Beitrag von Uli Enderwitz von gestern logisch in sich konsequent, da er von den Grundbestimmungen ausgeht, dieser Grundbestimmung, dass eben diese Gesellschaft durch und durch sich aus sich selbst, aus ihren Problemen, die sie mit dem Reichtum zum Beispiel gesetzt hat, reproduziert. Und diese Entwicklung ja, historisch in jedem ihrer Momente bestimmt ist und wir jetzt in einer ganz bestimmten historischen Situation existieren, die eben keinen überhistorischen über bestimmte historische Zeiträume hinweg konstituierten Begriff von Freiheit und Verantwortung zulöst. Und das finde ich falsch. Weil dieser Name Deutschland zum Beispiel eine Situation schafft, in der der sich mit diesem Deutschland identifiziert, für das, was dort im Namen Deutschland verbrochen worden ist, verantwortlich ist, auch heute noch. Darauf würde ich mich nicht gerne berufen. Ja, die gab es. Aber nicht im Namen Deutschlands würde ich nicht das vertreten. Jetzt ist aber Iris dran, oder? Ja, das ich habe nur so ein ganz pragmatisches Problem, was mir auf der Seele liegt. Und zwar, wir sind alle sozusagen, stehen alle in diesem Zusammenhang der wahren Geschichte, also dieser abstrakten gesellschaftlichen Vermittlung drin. Und wir haben ja hier ist ja in der Vortragsreihe oft über den Ort, wo ist es? Es ist auf alle Fälle so, dass die beteiligten Subjekte stellen sich vor, dass dieser Zusammenhang, dieser Zwangszusammenhang, dieser Vermittlung, dass der außerhalb ist. Aber im Grunde existiert er nur in den Subjekten drin. Das bedeutet jetzt, wenn die Subjekte eigentlich raus aus diesem Zusammenhang raus wollen, das heißt diesen Zusammenhang negieren, müssen sie in gewisser Weise doch für sich im Grunde genommen, also es sei denn, der Kapitalismus bricht von selbst zusammen an seinen objektiven Widersprüchen, müssten sie doch sozusagen für sich eine Entscheidung treffen,
ihr Handeln so zu verändern, dass sie nicht mehr dazu beitragen, diesen abstrakten Zwangszusammenhang zu reproduzieren. Weil letzten Endes muss man ja doch den Werten die Abstraktion auf das subjektive Handeln zurückführen. Irgendwo ist das Geld doch insofern subjektiv-objektiv. Also es von den Subjekten selbst wird dieses Verhältnis getragen und erzeugt und reproduziert, aber sie denken, es sei außerhalb von ihnen in der Gesellschaft, also in der Objektivität. Und jetzt sehe ich ganz ein großes Problem mit deiner Auseinanderreißung von dieser existenziellen Entscheidung oder Freiheit des einzelnen Subjekts und dieser Vermittlung mit der Gesellschaft insofern, weil wenn das einzelne Subjekt nicht wiederum sich irgendeinem kollektiven Prozess unterwerfen will und für sich die Entscheidung trifft, sich aus diesem universalen, abstrakten Zusammenhang zu befreien, dann muss es eine unvermittelte, freie Aktion starten. Anders ist es nicht denkbar. Sonst lebt der Kapitalismus entweder ewig weiter, oder er bricht an sich selbst zusammen, oder man wartet auf eine Gleichzeitigkeit von einer, Nietzsche würde sagen, großen Herde, wo man sich geborgen fühlt und gemeinsam ausbrechen kann. Aktion, ja. Aktion kann also auch Theorie nach Aktion sein. Ich meine, da ist nicht ein Da fangen wir auch gleich wieder an, das Problem zu bearbeiten. Ich würde jetzt nicht Aktion sagen, soweit würde ich erstmal nicht gehen. Revolution, das ist gleich das Thema. Ich würde trotzdem sagen, ja, ich behalte mir einfach vor, dass jeder, und da gebe ich dir völlig recht, jeder für diese Eigengesetzlichkeit des automatisch in sich selbst reproduzierenden Prozesses des Kapital ist, dass jeder, der in den Laden geht und dort weiterhin mit Geld bezahlt, dafür mit seine Verantwortung trägt. Und das ist, darüber soll er sich mal Gedanken machen. Aufmerksam machen auf seine Redeweise, ich halte daran fest, ich kann es nicht anders denken. Großer subjektiver Empfang gesprochen, auf die Frage hin, was es denn ist, diese Freiheit, die du zu setzen gedenkst und was du dir nicht nehmen lässt, ja, zu tun, das führt man jetzt mal besser nicht aus. Tatsächlich in den Äußerungen, die dann weiter folgen, wird das ja sehr wohl ausgeführt. Also ich versuche jetzt mal das zu konstruieren. Du widersprichst einem Determinismus, der in meinen Augen keiner ist. Es geht tatsächlich nicht um Naturgesetze an Kapitalismus, sondern um ein anders geartetes. Da wird kein Determinismus raus, da gibt es jeweils Brüche und Spielräume. Da wird, egal wie man es anstellt, es wird kein Determinismus draus. Und ich verstehe auch den Individuum in der Tat nicht so, dass er einem Determinismus zu schwarz redet. Ja, das ist ein Vorfang, der aufgebaut wird. So, man hat also einen gewissen Freiheitsspielraum, von dem ich allerdings tatsächlich glaube, ja, dass man den nicht zur Grundlage von Theorie machen soll. Darauf dann die große Theorie aufbauen, das ist einfach Unsinn. Das wird völlig existenzialistisch. Mehr nicht. Das fängt genauso an wie die Existenzialisten. Du machst dann einen Vorspann klein, ja, vielleicht aus dem schlechten Gewissen heraus, mal Marxist gewesen zu sein. Aber dass irgendwie abgeleitet wird, das sieht man ja sowieso überhaupt nicht. Aber Ableitung ist dann auch schon ein qualifizierter Begriff. Und jetzt ist plötzlich dieses, also das, worüber wir sich einig sind, dass die Verhältnisse ihre Brüche haben, dass es Freiheitsspielräume gibt, etc., was man in deinen Augen im Moment machen muss, meinst du nicht, das projizierst du dann in die freie Assoziation hinein und sagst, wenn wir da mal sind, dann muss man auch noch die Moral dazu kommen. Jetzt wird das Ganze so aufgeklärt, also es wird sich dann zur großen Zukunft gemacht, zum Ziel, zu allem, ja, sodass plötzlich man nicht mehr sagen kann, aber nein, das wollen wir doch gar nicht. Ja. Ich denke, man kann da nicht drüber reden in dem Sinne. Man kann das nicht zur Grundlage seiner Reflexion gegenwärtiger Verhältnisse machen, weil, wenn man das tut, man dieses Verhältnis völlig verkennt, ja, also im üblen Sinne eigentlich Ideologieproduktion treibt. Ja, von Freiheit zu reden, von Verantwortung, von Verantwortlichkeit. Diese Frage von dir, das fand ich nämlich ganz richtig. Wenn man von Freiheit in einer freien Assoziation spricht, dann muss man nicht mehr von Moral reden, sondern dann fragt man sich, wie soll denn in dieser freien Assoziation das Motiv des Mauers aufkommen können. Das ist dann mindestens genauso eine interessante Frage. Ja. Dafür gehst du dann wieder zurück im Nationalsozialismus, haben jeder etc. Und da wird es dann wieder zurückprojiziert. Ja. So.
Begriff von freier Assoziation und von der dort herrschen sollenden Freiheit, die dann auch nicht überhaupt nehmen darf und das wird mit ihr auch moralgesetzt sein, um all das auch wieder zurückzuprojizieren, ja, auf diesem Verhältnis. Und ja, also, so what, ja, was ist das für ein Problem? Ja, frage ich mich wirklich. Und jetzt für moralische Wendigkeit. Wann hat sie stattgefunden? Darf ich jetzt mal kurz was fragen? Ja. Was hast du für Probleme mit dieser Gesellschaft? Aber das war mal, ich würde mich jetzt interessieren, weil ich komme jetzt, würde jetzt nicht den Schluss daraus ziehen können, dass überhaupt welche heißt. Ja, weil also, die privatisieren sich ja automatisch. Ja, weil offenbar oft sieht der Schluss nicht, ja, weil es ja offenbar nötig ist, irgendwelche Bekenntnisse abzulegen. Also ich frage mich auch, woher ist der Bekenntnischarakter? Ja? Ich setze die Freiheit, ich halte daran fest, darauf entsteht die Moral, etc. Rhetorischer Imperativ. Also all das, was gut und teuer ist, wird hier unter Warnung. Vorzeichen, also Wahrnehmungskritik, Vorzeichen ist wieder reproduziert. Ja, warum? Kein Problem. Ja. Also kein Problem. Wie, was kein Problem? Na, hast du ein Problem mit dieser Gesellschaft? Also, ja. 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 Durch die Wand wird Bekenntnisse abgeben. Es geht jetzt um die Frage der Leidenschaftlichkeit der Leidenschaft. Also das würde ich gerne mal schon... Ja, rede ich jetzt nicht leidenschaftlich, verdammt nochmal. Ja. Also, ich versuche mal zu antworten. Ich habe einfach nicht, das ist eine Unterstellung, ich habe nicht die Freiheit zum Ausgangspunkt gemacht. Ich habe die Freiheit bestimmt als die Größe, die ich negativ aus dem, was hier existiert, bestimmen muss, wenn ich überhaupt irgendwie etwas, jetzt ist es, das ist ein Bekenntnis, wenn ich einen Kritikbegriff, das habe ich jetzt vorgestern versucht zu erklären, wenn ich einen Kritikbegriff formulieren will, wenn ich, du sagst jetzt irgendwie, ja gut, was hast du eigentlich gegen diese Gesellschaft, so weit würde ich gar nicht gehen, ich würde nur sagen, ich brauche diese Negation, die Negation ist nicht ein Prozess der Geschichte selber, die Geschichte selber hat in sich keinerlei Sinn, und da gibt es auch keine Brüche, da gibt es auch keine Prozesse, Widersprüche, aus denen heraus sich Gesellschaft irgendwie entwickelt, egal wie, ob als deterministisch oder hegelsch, form, inhaltmäßig, nein, es gibt nur die Reflexion, die eben, damit die Reflexion überhaupt ist, die Negation in diese Verhältnisse als Denkbestimmungen hineintragen muss. Und wenn ich sage, Kommunismus ist die Negation der kapitalistischen Gesellschaft, würdest du mir gleich Bekenntniszwang unterlegen. Und genau das, dann würde ich mir auch einfach sagen, gut, mache ich. Mach ich, bin ich wieder ich, dieser große Heidegger, der Übermensch, der da, ich kann auch nur sagen, ich, wenn ich sage, der Reichtum ist in sich, die Idee ist ja wunderbar, der Reichtum ist in sich eine widersprüchliche Kategorie, denn sobald ich diesen Gegenstand erzeugt habe, steht er zur Verteilung an und es kommt zu einem gewaltigen Problem für die, die diesen Reichtum erzeugt haben. Und aus dieser in sich stimmigen, dem Begriff, aus sich auf die Sachen selbst einlassenden Begriff, kann ich die gesamte Weltgeschichte konstruieren. Ich sage jetzt nicht, dass Julian der Winz das tut, das macht er sehr gut, meinen Augen. Aber er hat eben dort die Konsequenz, dass, ja, wir eben immer nur in diesen historischen Prozess selbst mit einbezogen sind und dort eben es dieses Moment des Herausschlagens aus diesem Prozess, dieser Prozess der Setzung, der Entscheidung, da bleibe ich einfach wieder bei dieser komischen Formulierung von mir, da halte ich einfach dran fest und jetzt kann man wieder Heidegger oder Dezisionismus oder sonst was stellen, aber ich vorwerfen, aber ich will einfach diese, ich sage einfach, diese Negation ist eine bewusste Negation, die ich aus einem Kritikbegriff schlagen muss, der ein gewisses Maß an negativer Transzendenz in sich tragen muss
und den, auf den ich einfach wirklich nicht verzichten kann, wenn es darum geht, eine Gesellschaft zu schaffen, die eben nicht mehr kapitalistisch ist. Und diesen Bekenntnis lege ich einfach hier ganz offiziell ab. Ja, ist das die letzte Wortmeldung? Ja, gut, dann bist du die Letzte. Also wenn ich das richtig verstanden habe, versuchst du damit sozusagen die Begründung einer Revolutionstheorie? Nein. Keine Theorie, ich stelle ja keine Theorie. Ich mache dieses nicht zum Anfang, auch nochmal gegen Iris. Ich mache das nicht zum Anfang. Zum Anfang mache ich die Situation der kapitalistischen Gesellschaft, ich fange mit der Ware an. Und das ist kein, da kommt dann noch was. Wenn ich von der Ware rede, rede ich von einer Denkbestimmung, die auf den Markt getragen werden muss von einem Warenbesitzer. Und dieser Warenbesitzer muss bestimmte Ideale vertreten und braucht sie im Staat. Und das sind historische Bestimmungen der bürgerlichen Gesellschaft und so weiter, bin ich mir klar. Aber wenn ich mir diesen, ich darf doch, das kann mir doch keiner verbieten, mir diesen Begriff der Freiheit mal genauer anzugucken. Und kommen dann über diese zum Existenzialismus und sagen, ja, was ist denn da eigentlich, ist dann irgendwie ein rationaler Kern. Die machen ja nicht einfach nur Blödsinn, sondern die reflektieren tatsächlich auf eine gegebene Wirklichkeit. Hat der Heidegger, hat der Nietzsche auch gemacht. Der Wille zur Macht ist, natürlich kann man das sofort auch mit dem Kapital kurz schließen, worauf er da reflektiert. Tut er. Und das, die Kritik daran, kann ich doch durchaus machen. Und dann kann ich mal sagen, was sage ich zu diesem Begriff der Freiheit? Ist diese Freiheit immer für mich, muss diese Freiheit auch nochmal ein Bekenntnis an ein einzelnes Individuum gebunden bleiben und darf nicht in ein Kollektiv aufgehen? Moral, ja, darf nicht dieses, unterliegt der Kritik, wenn jemand hier Verallgemeinerungen anbietet zur gefälligen Identifikation, übe ich Kritik aus einem Kritikbegriff heraus, der sich einer bestimmten transzendentalen Tradition verpflichtet fühlt, weil es einfach nicht anders geht. So, dann machst du jetzt den letzten Punkt. Ich wollte nur noch mal eine Frage stellen, weil du hast vorher schon gesagt, hast du das Subjekt bestimmt als vollständig vom Kapitalverhältnis konstituiert. Heute hast du wiederum gesagt, dass konstitutiv für das Subjekt ein Moment von Freiheit ist. Du hast diese Freiheit dann ja aber auch rechtzeitig im Vortrag bestimmt als die Freiheit der Warenbesitzer, nämlich die Freiheit des Freiwilligen. Aber dann frage ich mich wirklich, wie kriegst du dann diesen anderen Freiheitsbegriff, auf den du jetzt immer rekurrierst, wo kriegst du den her? Also bei dem Letzten, der ist einfach völlig willkürlich. Bin frei. Aber dann fällst du doch wirklich aufeinander in Determinismus auf der einen Seite und dann doch Freiheit auf der anderen. Ja. Diesen Widerspruch gibt es. Es gibt die Verantwortlichkeit des Bürgers dafür, was er tut. Die Verantwortlichkeit gebe ich ihm. In dem, was er tut, reproduziert er als das automatische Subjekt. Das automatische Subjekt, das hat man am Freitag auch, ist der Widerspruch in sich selber. Und dieser Widerspruch, den kann ich auch am Beispiel von Freiheit und Determination durchbuchstabieren. Und ich weigere mich, wieder Bekenntnis, diesen Widerspruch einfach einzuebnen, einzuglätten in eine wie auch immer sich verstehende Theorie, die mir angibt, wie diese geschichtlichen Prozesse verlaufen, ohne dass dort dieser Mensch vorkommt, um den dieses Subjekt vorkommt, dieses bürgerliche Subjekt vorkommt, das bürgerliche Subjekt der Aufklärung, und das ist ja auch die Auseinandersetzung, die ich vorher mit dem Uli geführt habe, dieses Berufen, was er dann, die Identifikation nicht direkt, aber dass man auf einmal diese amerikanische Zivilisation so hochhält, darum geht es ja dann wohl auch im Kern, dass man sich irgendwo doch noch, in welcher Form auch immer, und da auch da würde ich sagen, klar, das tue ich. In irgendeiner Form geht es immer darum, da irgendetwas aus dieser bürgerlichen Aufklärung doch noch rüber zu retten, so negativ bestimmt es immer ist. Und dieses Moment der Aufklärung, eben so etwas denken zu können, wie das, was ich Freiheit nenne, das wieder Bekenntnis. Diese Freiheit haben wir, das hat
Das ist da ein Ergebnis von Sartre und von dieser existenzialistischen Situation. Diese Freiheit kann ich nicht leugnen. Ich darf sie nur nicht zum Ausgangspunkt machen, wenn ich nicht in Teufels Küche kommen will, sondern ich kann diese Freiheit nur negativ bestimmen, nur negativ beziehen auf diesen historischen Prozess der Aufklärung und als das dieser Aufklärung, was weiterhin Geltung haben muss, damit der Mensch, ja, Mensch bleibt. Ich würde gerne jetzt auf